Ihr wollt, dass eure Videos besser gefunden werden? Dann helfe ich euch dabei. Letzte Woche habt ihr gesehen, wie ein perfekten Kanaltrailer produziert. Und diese Woche geht es darum, wie eure Videos besser gefunden werden. Für mehr Wachstum und mehr Abonnenten ist es essentiell, dass eure Videos gefunden werden. Ich helfe euch deshalb heute in diesem Video dabei, dass potenzielle Abonnenten euren Kanal und eure Videos finden können. YouTube ist so ein bisschen wie so ein Samstagsmarkt. Jeder steht rum und schreit und will, dass seine Videos geguckt werden. Um also dieser großen Menge an Menschen gefunden zu werden, gibt uns YouTube so ein paar Tools an die Hand. Und ich möchte heute auf Titel, Beschreibung und Tags eingehen. Titel sind die Überschriften eurer Videos. Sie funktionieren dabei wie bei Zeitungen, Artikeln im Internet oder eben Magazinen. Denn sie helfen dabei, dass die Zuschauer sich eure Videos angucken wollen. Sie haben dabei aber auch eine SEO-Funktion. SEO steht für Suchmaschinenoptimierung. Denn Google ist eine Suchmaschine und YouTube ist die zweitgrößte dahinter. Es gibt einige Besonderheiten, die ihr beim Titel beachten solltet, damit eure Videos gefunden werden. Benutzt Keywords für eure Titel, also Wörter, die euren Kanal beschreiben, aber auch auffindbar sind. Jetzt sehen wir einfach mal an, ich mache einen Videotest zur A7S II. Dann ist doch klar, dass Sony A7S mit in den Titel gehört. Ebenso das Wort Test, da es halt zusammen mit A7S oft gesucht wird. Titel sollen immer neugierig machen, also benutzt auch Wörter, die euren Titel interessanter machen. Stellt also Fragen in eurem Titel, um Interesse zu wecken. Ich gehe zum Beispiel immer so ran, dass ich meinen Titel so gestalte, dass sie euch genau sagen, bei welchem Problem sie euch helfen werden. Also eben, wie drehe ich bessere Videos, wie werden meine Videos besser gefunden oder was für ein Lichtsetup sollte ich benutzen. Also würde ich beim Test der A7S darauf eingehen, ob die Kamera mir wirklich hilft. Also die Frage stellen, ist sie die ultimative Kamera, ist sie die beste Kamera für Vlogs oder ist sie eben ein Lowlight-Monster? Nach dem Titel kommt der Beschreibungstext. Hier könnt ihr für Google und natürlich auch für eure Zuschauer beschreiben, worum es in eurem Video geht. Aber achtet auch hier darauf, ihr solltet wirklich beschreiben, worum es geht. Also nichts Missleitendes oder sowas. Benutzt auch hier Keywords, aber bitte in verständlicher Sprache. Also nicht sowas wie ein Mann geht in eine Bar, Club, Restaurant und so weiter und so fort. Denn in den Regeln von YouTube steht drin, dass ihr solche Sachen nicht benutzen dürft und deshalb einen Strike zu riskieren, solltet ihr nicht tun. Deshalb macht keine Aneinanderreihung von Keywords. Die ersten 2 bis 3 Sätze haben die größte Gewichtung im Suchalgorithmus. Vermeidet hier also Standardtext oder eben Links. Nach dem Beschreibungstext könnt ihr aber Links einbinden, die mit eurem Video zu tun haben. Also wenn ihr zum Beispiel in den Anmerkungen Links gesetzt habt, könnt ihr die jetzt einfügen. Danach kommt nochmal die Zusammenfassung, worum es in eurem Kanal geht und warum man euren Kanal abonnieren sollte. Hier könnt ihr natürlich auch die Zeiten einbringen, wann eure Videos kommen. Am Ende könnt ihr noch Links zu euren Social Media Kanälen oder zum Beispiel eurer Homepage einbauen. Kommen wir zu den Tags oder eben Schlüsselwörtern. Sie sind extrem wichtig, damit eure Videos gefunden werden. Und einen großen Fehler, den die meisten Leute machen, ist es, dass man zu wenig Tags benutzt. Laut einer Statistik von vidIQ sollte man mindestens 15 Tags benutzen. Als Tags solltet ihr nicht nur einzelne Wörter benutzen, sondern Wortgruppen, die eure Videos beschreiben. Also überlegt euch, wie ihr euer Video beschreiben könnt in so 2 bis 3 Wörtern. Eure Tags sollten nicht zu spezifisch sein, also mein Lieblingskonzert in Buxtehude, aber sie sollten auch nicht zu allgemeingültig sein, also sowas wie Musik. Nehmt in die Tags aber auch euren Namen und den Namen eures Kanals, denn damit taucht ihr eher in den vorgeschlagenen Videos rechts auf der Seite auf. Was ich oft mache, um gute Keywords zu finden, ich tippe schon mal in die Suchleiste ungefähr das ein, was ich haben möchte, und dann wird einem ja was vorgeschlagen. Und das, was sinnvoll ist, das nehme ich dann bei mir rein in die Tags. Habt ihr noch Ideen, wie Videos besser gefunden werden können? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ist das hier euer erstes Video auf meinem Kanal? Dann abonniert doch gerne, denn hier bei meinem Cox dreht sich alles um YouTube. Ihr lernt YouTube zu verstehen und wie ihr dafür die perfekten Videos drehen könnt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.